Seid gegrüßt, Zuschauer. Ja, wir machen weiter. Ich habe Inventare ein bisschen zumindest geordnet. Ja. Wir werden jetzt erstmal hier noch gucken, was hier auf dem Boden liegt. Was, wenn ihr wollt? Nichts von Wert. Vielleicht hier was. Gold. Noch mehr Gold. Noch etwas Gold. Da liegen noch Stäbe, wie es aussieht. Ja, auf Stäbe können wir verzichten. Wir werden jetzt als erstes... Was ist das denn? Der Laden hinter dieser Tür ist sehr klein und verkauft nur Essen, Krimskrams, Gebrauchtwaren und andere Dinge, an denen ihr keine Interesse habt. Kein Interesse. So. Ja, auf jeden Fall, hier ist das so, hier sind die Karten schon von vornherein erkundet und ich suche, genau, den Abenteuer allerlei. Der ist hier. Gut. Das ist nämlich so ein hübscher Laden, in dem kann man kauft und stand bei Abenteuer allerlei. So ein Marktschreier steht davor. Ja, da gehen wir dann mal rein und kaufen und staunen da. Auf jeden Fall, ja. Hier ist halt dieser hübsche Laden. In dem bekommt man das ganze Spiel über immer mal wieder neue Sachen, meine ich, auch sogar angeboten und auch recht gute Sachen sogar von Anfang an. Ja. Und der andere Soldat soll, sagt, dass wir nicht, ja, dran, ja. Denken, so, nicht mal dran denken sollen zu stehlen. Ja, ja, reden wir mal mit Ribald. Ribald hier, Tauschmann, stets zu Diensten. Ja. Danke, gegrüßt, mein Herr. Es scheint mir, als ob es euch gut geht. Es geht. Gut genug, Fräulein Yahera. Ich hoffe, ihr bringt keine Hafner-Probleme mit euch, gute Frau. Darf ich euch daran erinnern, dass die Zeit, in der ich mit euch Hafnern zu tun hatte, schon lange vorbei ist? Oh, Misstrauischer. Ich bin nicht in einer offiziellen Funktion hier. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn es um euch Hafner geht, muss man sich immer Sorgen machen. Aber ich vergesse meine guten Manieren. Bitte entschuldigt. Ribald Tauschmann, steht zu Diensten. Man kann in ganz Ferun am besten im Abenteuer allerlei einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Vielen Dank, wir wollen uns nur mal umschauen. Es gibt einige Dinge, an denen wir interessiert wären. Dieser Laden ist so verdammt groß, da fällt es mir schwer, sich schnell zu entscheiden. Was für eine Müllhalde, ihr müsst mir etwas bezahlen, damit ich etwas von dem Zeug hier wegschleppe. Wenn es möglich wäre, würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Ja, wir wollen gerne mal das Angebot sehen. Musik für meine Ohren. In jeder Minute wird ein Kunde geboren. Und kurz darauf ein Bauerntölpel. Was darf es heute für euch sein? Ja, hier gibt es auf jeden Fall einen Edelsteinbeutel, meine ich. Der praktisch wäre. Und es gibt ein Kriegshammer plus 2 gibt es hier. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ah, plus eine Elektrizität. Ja, ja. Das ist schon ein Unterschied. Ja, und ein plus 4 Kampfstab gibt es auch. Nur, dass Kampfstäbe total dumm sind. Und es gibt hier Katana. Das ist doch schon mal was. Und plus 1 Langschwerter. Ich glaube, es gibt sogar plus 1 Katana. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall gibt es ein ganzes Angebot an Bögen und Kettenhemden und sonstigen Krams. Ja, wir werden uns hier was Schönes raussuchen. Für das bisschen Gold, was wir haben. Schutzringe haben sie auch und Energieringe. Und Abwehrarmschienen RRK3. Und ein paar Tränke. Hier muss es doch einen Edelsteinbeutel geben, wenn ich mich nicht täusche. Zepter der Auferstehung. Samt Edelsteinbeutel. Abwehrarmschützer RK4. Und ein Gürtel der Hügelriesenstärke. Na, so viel Stärke haben wir schon. Es gibt ja, glaube ich, sogar noch einen größeren. Ebener Wächter. Minus 5 gegen Wesen aus einer Ebene. Nee, ist egal. So. Das ist das Wichtige, was es hier zu finden gibt. Hier gibt es, meine ich, drei Händler im Gebiet. Eine Bürgerin gibt es hier noch und eine
Daedra und hier, ja, ist ja egal. Reden wir erstmal mit Daedra. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Willkommen, Abenteurer. Ich bin Daedra. Ich bin ein Mitglied von Auroras magischem Warenhaus und habe dadurch Zugang zu einer beachtlichen Sammlung magischer Schätze. Wollt ihr einen Blick auf meine Ware werfen? Ja. Drakons Zertklinge. Ja, falls ich, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, vielleicht verwechsel ich auch jetzt was, Funk Royals, Planescape Tournament Let's Play, was leider noch nicht abgeschlossen ist, aber vielleicht wird das ja irgendwann nochmal. Auf jeden Fall, meine ich, hieß da ein Charakter Drakon. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Das war die Waffe, die einst der legendäre Giserai Drakon führte. Drakon wurde von einer Verkörperung der Macht getötet, während er im Dienst eines mysteriösen Wesens stand, das nur als der Namenlose bekannt war. Das ist ein +2 Katana, was einen zusätzlichen Zauber gibt. Ja. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Hexenmeistern, Klerikern und Magiern. Ja. Ist ja auch egal. Was hast du sonst noch? Baldurians Prunkanisch. Rüstungsklasse -1. Treffpunkte +4. Charisma +1. Boah. Ich fürchte, wir brauchen viel Geld. Hier, Hügelriesenstärke, Gedings. Das ist auch auf 19. So, Gürtel, um Kraft auf 19 zu setzen, gibt es hier auf jeden Fall genug. Mareks Gegengift. Ja, das ist das Gute, davon, wovon man nur eins braucht, um sich für immer zu entgiften. Davon kaufen wir natürlich eins. Und es gibt anscheinend eine Auswahl unendlicher konzentrierter Heiltränke. Oder? Können wir da irgendwie 99 eingeben oder so? Wie viel hast du denn? Ah, 16. Ah, ist ja egal. Vermutlich können wir höchstens 16 tragen. Ring der Gnadentöter? Ja, können wir uns eh alles nicht leisten. Abbild einmal täglich, RK-1. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. So, der Edelsteinbeutel. Der geht jetzt einmal rum. Ah, da ist doch noch was. So, du hast noch 2 Ringe. Du hast, glaube ich, eine Schriftrolle. Ah nein, du hast hier noch den Kram. Dann sitzen wir den eben mal so um. Und die beiden haben nur Schriftrollen. So. Was ist denn das jetzt? Das war Meta-Zauberfluss oder so, ne? Ja, Amulett des Meta-Zaubereinflusses. So, damit wird das schon mal verstaut. Ja? Was? Dann schon gibt erledigt. Es hier hinten noch eine liebe Händlerin. Fürstin Juf. Ist es denn wichtig, Bauer? Hallo. Hallo auch. Ich habe euch beobachtet. Seid ihr hergekommen denn? Ich vermute, ihr habt Bedarf an meinen Waren. Was verkauft ihr denn? Ich glaube nicht. Vielleicht ein andermal. Was verkauft ihr denn? Magische Schriftrollen sind natürlich illegal. Deshalb muss ich auch so viel dafür nehmen. Fürchtet ihr euch nicht vor den verhüllten Magiern? Ich schaue mir euer Angebot mal an. Fürchtest du dich nicht? Diese aufgeblasenen Narren, die sind genauso korrupt wie alle anderen in dieser Stadt. Wenn ihr wisst, mit wem ihr reden müsst und seid ihr interessiert oder nicht? Ja, vielleicht könnt ihr mir sagen, mit wem von den erhöhten Magiern ich sprechen muss. Das würde mich interessieren. Bleibt mir vom Leib, Trödlerin der Magie. Mit wem muss ich denn reden? Tja, das kann ich mir vorstellen. Einer der Zauberer mit Namen Cornil entscheidet darüber, wer hier eine Genehmigung zur Benutzung von Magie erhält. Nehmt viel Geld mit, wenn ihr ihn aufsucht. Ihr könnt ihn wahrscheinlich im Regierungsgebäude im Regierungsbezirk finden. Und möchtet ihr jetzt sehen, was ich anzubieten habe oder nicht? Klar, zeigt mir her, was ihr habt. Gut, nehmt euch Zeit. Magie ist etwas, womit man nicht hetzen sollte. Ja, ich bin nur wegen einem Grund her und der ist nicht hier unten. Wo ist der denn? Da ist der. Dankeschön. Nämlich einen Schriftrollenbehälter, den wir gleich mal füllen werden. Weil das die ganze Sache doch sehr erleichtert. Kann ich die mir eigentlich angucken? Ich schieb die mal dahin um, vorsichtshalber noch. So, Yahera. Du stehst auf Büchern. Von Geschichten des Schattentals.
Wieso stehst du auf Büchern, bitteschön? Ich hab dich doch gar nicht auf Büchern abgestellt. Du solltest dir gar keine Bücher angucken. Naja, kann man nichts machen. So, alles einsortiert. So, da oben hin. So, was haben wir hier? Kannst du nicht lesen, kannst du nicht lesen. Ah, Schutzformel gegen Blitze kannst du dir aber angucken.